Ich glaube, dass sie gleichzeitig hier sterben müssen. Nee, müssen die nicht. Müssen erst gleich hier sterben. Okay, habt ihr euch einen Guide durchgelesen dafür? Nein. Achso, okay. Ja, ich meine, kann ich gewinne morgen im Lotto. Diese Instanz so gemacht wird, aber die Schwierigkeitsgrad, das wäre natürlich hardcore, ja. Das Problem ist, dass den auf den Schamanen können die Midis nicht gehen, weil dieser blaue Kreis die einfach zu stark hittet. Ja. Und deswegen würde ich einfach sagen, die Midis sollen auf den Midi-Typen gehen und die Range auf den Range-Typen. Und fertig. Und wenn der blaue Kreis kommt, dem Tank halt dann ein Schild geben. Und warte. Bin ich nicht jeder einzige Midi-Kreis? Warte mal, kann man sich jetzt nicht importen? Ja, kann man eigentlich. Hm? Hier mit einer Tusse. Na gut, das werden wir ja wohl hinkriegen, also. Chinesische Zeichen. Da steht noch ein Wolf. Genau, ja, macht ja. Wer ihn angreift, macht sich Freunde. Okay. Viel Spaß, Race. Ich will nur Freunde. Was? Ich dachte, die Freundschaft hört auf bei den Items. Ja, bei den Items, aber so, sonst kann ich bei den Wölfen. Genau. Wölfe sind für alle da, ne? Genau. Richtig. Wölfe diskriminieren nicht, in wen sie fressen. Sie fressen alle gleich. Genau, nimm dein Beispiel an den Wölfen. Also ich würd sagen, unser einer Mili. Ja, toll. Nee, soll auf den Mili gehen und alle anderen Range-DPSler einfach auf den Range-DPSler. Und steht ein bisschen verteilt am besten, dass ihr nicht von diesen Cone-AOEs getroffen werdet, also von dieser Schwert-AOE und genügend Abstand halt zu dem Typen mit dem Stab, dass euch der blaue Kreis nicht erwischt. Blauer Kreis wird aber angesagt, ne? Ja, aber was ist denn eben immer explodiert? Ja, das war der blaue Kreis. Nee, das war nicht der blaue Kreis, das war auf der anderen Seite. Ja, das war die AOE von diesem Blade Master, das müssen wir halt gegenhalten einfach. Er hat mich one-hitted. Mich. Mich auch. Mich auch. Also. Du meinst die Kugeln? Nein. Nee, nicht die Kugeln. Oder ich war vorher schon so down. Du warst glaube ich schon vorher, Tor. Bei mir ist einfach mal schauen. Schaden. Bei wie viel hattet ihr jetzt ein Schaman eigentlich? Keine Ahnung. Der war nicht low. Wir haben ja noch einen Teil zu vergeben, ne? Ja, wer nimmt? Ja, optionalerweise erstmal Tank. Ich hab einen. Sie verstehen unsere Liebe nicht. Ich sollte auch mal Tank oder Heiler spielen. Wie romantisch ihr seid. Mhm. Toll. Ja komm, dann nimm den Trank und dann let's go hier. Ich hab ja auch eine Kerze auf dem Kopf, da kann ich auch immer tragen. Na gut, ich lenk den Rechten einfach so lange ab, oder? Soll ich den Rechten einfach ablenken? Hallo, komm zurück! Leute. Fuck you. Nimm mal hier doch einen Soulstone, Leute, nimmt denn da jemand? Hier so, das Ding einfach so. Dann nehmen wir dich. Ja, also ich lenke den rechten Boss einfach so lange ab. Dann bitte einmal noch einen Endbuff. Was? Damit er klüger wird. Oh, bei mir ist das Spiel abgeschmiert. Okay, achso, ja, wow. Na, dann warten wir eben noch. Interessant. Also ich ziehe den rechten Boss einfach nach links und ich ziehe den rechten Boss nach rechts in die Ecke. Genau, und dann gehe ich rüber zu Aoto. Mhm. Stell mich so zwischen Aoto und euch hin und versuche beide zu heilen. Ja gut, ich guck, dass ich kein Damage friss von dem. Ja gut, müssen wir schauen, ne? Sicherheitshalber und dann schauen, dass wir die Gruppe immer schön hochtoppen. Wenn es hauptsächlich, der Tank ist für Schaden frisst, ist das kein Problem. Und wenn nicht, müssen wir halt schauen, wie viel AOE kommt, wirklich auf die Leute gekuschelt. Ich glaube, ich habe auch einen Disconnect, weil bei mir lädt es gerade lange. Hört man mich noch? Ja. Okay, ja, wahrscheinlich mein Spiel schmiert wahrscheinlich auch gerade ab. Ja, okay. Oh Mann. Und dann müssen wir halt schauen, ob wirklich eine große AOE-Fläche kommt auf die Leute, die halt stehen, geknubbelt. Weil vielleicht können wir dann die Ranger knubbeln lassen, weil dann stufen wir es auch einfach mit dem Heilen. Wenn da wirklich nicht zu krasser Schaden kommt. Du kannst die Ranger-DS lassen, nicht knubbeln lassen. Wenn der AOE kommt von dem Nahkampftypi, dann sind wir hops.
Ja, das ist gleich, muss ich mal schauen. Du meinst den roten Kreis, den der macht, oder? Ja. Ja, vielleicht, dass wir. Weil der kommt ja nicht dauernd. Wir müssen mal schauen, was in welchen Abständen der kommt, dass wir quasi. Wenn wir wirklich alle extrem low droppen, nach der ersten und nach der Schwertaue, dass wir kurz kommen, knubbeln, wir euch hochziehen und ihr dann wieder auseinander geht. Weil wir haben halt, unser größter Heal, der hat halt 5 Meter Range nur, also was Leute schnell nach oben zieht. Und wenn ihr dann am Arsch alle so weit auseinander steht, ist es echt eklig. Was hast du 5 Meter Range? Mit dem einen Heal, mit dem Sakura. Ja, der hat 5 Meter Range, der da. Achso, der AOE meinst du? Ja, okay, Gerda. Das stimmt. Mhm. Wenn dann die Leute knubbeln, der macht halt deutlich mehr hier, ne, dann. Statt, dass wir alle einzeln heilen müssen. Aber das sehen wir ja dann. Was? So, ich ziehe den einen Boss zu 2, jetzt ziehe den anderen Boss zu 1 und Teile stehen an der 3 und 4. Was meinst du? Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ich bräuchte bitte noch einmal nochmal einen Tank auf, bitte, und alle anderen Buffs. So, was hast du gesagt? Heiler stehen an der 4? Ja, Heiler stehen an der 4 und der zweite Boss links soll zu 1 gezogen werden und ich ziehe den anderen Boss zu 2. Oh, Dancer online, genau. Oh, können wir? Warte. Muss das ausprobieren? Was probierst du aus? Ich glaube, das klappt. Klappt. Das hoffen wir auch. Ja, ich muss es ausprobieren, warte. Danke, Alex. Nimm mal den Skill, mal deine Skillung um. Nimm mal auf Range, auf Skillung, dann hast du 12 Meter. Okay. Ja, sogar mehr, ne? Oh, also ich habe, wenn ich vor dem Sakura, wenn ich das Arcane Arts, wenn ich das Spanner auf den letzten habe. Ja, die 5 Meter, weißt du, mehr. Ja. Dann hast halt 10 Meter. Ja, aber heil mal. Dann guck mal, bis wie weit die anderen kriegen. Na, geht gut, ja. Probieren wir es mal so. Ja, die kriegen ja alle, ja. Und ja gut, dann passt es. Also dann wollen wir loslegen. Ja. Und Sanku ist 13 Meter von mir weg, also. Okay, also Konzentration und los geht's. Wie soll Sanku eigentlich? Hä? Gibt keinen Sinn. Komm her, bruh. Samal lässt sich nicht ziehen. Du musst dich auch nicht bewegen, das ist ein Range-TD. Was ist denn das Phantom? Ich glaube, das muss ich töten. Das ist ein Ad. Das wird. Ich sehe es jetzt schon kommen, WD wird so ekelhaft. Yep. Autsch. Ey, wie groß ist die Kakao? Das sagt der an, der pfeift und bevor er pfeift, zeigt es schon an. Unter seiner Liste. Ich sollte vielleicht meinen Ton einstellen. Oh, komm, Alter, ey. Ja, ich bin jetzt nicht. Geworden. Keine Chance. Genau in dem Moment reingestorben, geil. Ach, das ist doch behindert mit diesem Critical Error immer, ey. Ist rausgeflogen? Hast du jetzt was? Ansonsten Heilung klappt. Das einzige Problem ist halt eben mit. Der Abstand ist so weit, dass ich mein Melee nicht heilen kann. Nicht, wenn ich meine Gruppe auf der anderen Seite alle habe. Ja, dann verschieben wir den einfach in meine Gruppe und fertig. Sollten wir besser machen, genau. Au. Oh. Wen? Was? Oh. Verschieben. Ja gut, jetzt läuft der eh der andere Typ anyway schon. Hey, da ist mein Boss. Ich kann diesen wunderbaren Typen tanken. Ah, doch nicht.
Hey, ich hab lange noch gewartet. Sagt der Erhorstaub. Hey, wir kriegen immer ein Soulstone geschenkt, ne? Da liegt schon wieder einer. Mhm. Oh lol. Ich lebe noch. Ich lebe noch! Oh nein! Er lebt noch. Wir leben. Nee, nee, nicht ja, wir leben. Lebt noch. Ich lebe auch lebt noch. Noch. Ja, also tausch mal Scarlet mit irgendwem anderes aus. Oh lol, was hat das für eine riesen Range, Alter? War schon heavy gerade, ja. Wenn du sowieso nämlich Auto heilst, dann heilst du den ja gleich mit, das ist ganz praktisch. Also, sterben, ja? Ja, ja. Er ist richtig so behindert. Gut. Brauchst mehr als ein SS, um da rauszukommen aus dieser Kakao. Ja, wahrscheinlich sind es drei, so wie beim anderen Boss. Ein Schrein. Okay, mein Game ist abgestürzt. Wie bei euch auch. Jetzt fliegen erstmal alle der Reihe nach raus. Nice, oh Mann. Ich werde direkt mal wieder einen Tod ein. Was ist denn da gerade los? Alter, selbst. Denn ist heftig, ja. Aber interessant. Halt gar nichts, ne? Naja, was genau. Heißt gar nichts? Nö, doch, klar. Das bringt halt trotzdem Loot und alles, ne? Ja, wahrscheinlich nicht diesen Loot, das wir brauchen. Doch, doch, natürlich, weil du gehst ja. Normalerweise ist es ja so, dass du erst einen Stern gehst. Durch die Materialien und so, die du dort bekommst, mit einem Stern. Dich quasi verbesserst. Aber ich meine, wir hatten jetzt zwei Tries drauf, ich meine, jetzt lohnt es sich ja noch nicht umzustellen. Nein, nee, definitiv nicht. Also der erste Boss ging so gut. Gerade war der zweite war jetzt auch ein bisschen bedingt durch Disco. Ja, deswegen, Exos. Also da brauchen wir jetzt nicht umstellen. Ja. Würde ich sagen. Und tauschen wir die Gruppe aus. Also wen soll ich rüberschieben? Scarlet für wen auch immer, ist egal. Genau, für Show, schieb einfach Show raus. Ja, schieb einfach Show so egal, ist komplett halt aus der Gruppe mal raus, dann verwirrt das auch nicht. Sanko, du musst mir kurz den Lied zurückgeben. Was zahlst du? Ich kann den Soulstone hier nehmen, am besten vielleicht unser Melee. Ja. Ja. Einfach sicherheitshalber so. So, kommt dann in Gruppe 3 rein. Versuch das mal aufzuleveln? Was? Versucht Show überhaupt noch aufzuleveln? Keine Ahnung. Show? Der ist glaube ich oben, oder? Nee, der ist auch Show nicht mehr beginnt. Oben, der ist im. Der ist hier, bei uns. Show? Oh, dann ist er AFK. Okay. Cool. AFK wahrscheinlich. Nun gut, dann jo. Auf ein neues. Ich glaube, nur meine Gruppe kriegt den Spot ab, ne? Warte, ich bin noch gar nicht da. Bin gelaufen. Michelle ist auch noch nicht da und jemand im Aarhus. Wirklich? Ich stehe doch da? Lüg doch. Ich wollte gerade sagen, sie ist ja hier. Was willst du eigentlich, du Pappnase, Mann? Oh! Das gar nicht wissen, wahrscheinlich. Ach, guck mal. Bitte einmal, romantisch. Oh. Wie süß. Guck mal. Oh, ja. Nee, ich meine den. Bisschen Pedo geht ja immer, ne? Bisschen Pedo sein. Der Freestyle hat so eine schöne Pappnase. Versteck uns. Ich glaub mir auch jemanden. Oh Mann. Hier ist jemand frei. Ei. Oh, ja, keiner sieht's. Man sieht nur Beine. Yay. So, bitte. Könnt ihr mal wieder zurück? Nein. Hey, kommst du? Ah, die Pedos wird getragen. Schrecklich, oder? Wie kann man nur Pedo sein? Unmöglich. Nehmt euch ein Zimmer. Ja. Kannst du den nicht über eine Klippe schmeißen? Oh. Den lang mit dem Bart. Oh. Tanja. Oh, jetzt hab ich meine. Können wir dann? Also. Komm, Michel, wir tragen uns. Nein, warte kurz. Tragen uns zusammen in den Kampf. Alle bereit? Jetzt mach ich gleich nach dem Raid. Alle da? Warte, ich hot dich noch und schild dich noch. Dann kannst du. Okay, kannst du. Da ist die Cam gerade fast abgestürzt. Und go. So sind wir eigentlich noch zu viert. Ah, shit. Wow! Da war Tanja down.
Erst links und dann rechts, AOE. Sanko, du bist... Wo bin ich denn? Was ist dir das für ein Teil?